Da oben habe ich einen Apfel gesehen. Den holen wir uns. Denn Essen ist sehr wichtig. Ja, egal. So, liebe Freunde, hiermit begrüße ich euch zu einem ja, neuen Projektchen, kleines Projektchen. Und zwar beginne ich hier einfach mal mit Hexit. Ist richtig geil, der Modi eigentlich. Ich kenne mich noch nicht so gut aus, aber ich habe mir gedacht, kann ich ja eigentlich auch gleich ein Let's Play von machen. So, jetzt ist alles richtig eingestellt beim Mikro. Und, erstmal verschlungen. Wie ihr seht, wir sind hier auf dem Startbildschirm. Vielleicht werden wir noch mal Multiplayer spielen, aber wir starten hier. Upsa, die kann lösche ich einfach. Das habe ich ein bisschen angetestet. Und dann würde ich einfach mal sagen, spielen wir hier eine neue Welt. So. Neue Welt erstellen. Kann wenig dauern. Hexit. Ich bin jetzt auch noch nicht so der Profi darin, also vielleicht bekomme ich ja Unterstützung. Oh Gott, wir sind im Wasser. Beim Let's Play, also das ist durch... Okay, das ist schon mal so ein Turm. Dass ich halt, halt Unterstützung kriege durch andere Spieler, dass wir dann halt Multiplayer spielen. Dann müssen wir aber mal gucken, ob dann Singleplayer noch weitergeht. Und entschuldige da diese... Upsa. Diese Ruckler da manchmal zwischendrin, das die kommen irgendwie vom Spiel. Fragt mich nicht warum. Die sind einfach da. Nee, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Ich nehme hier einfach mal alles mit, denn die Sachen hier, die kenne ich noch von dem Feed the Beast Projekt. Und dann hau ich hier einfach mal kurzes Holz hier weg, weil dann geht es auch, baue ich mir eine Axt, dann geht es auch viel schneller. Dann würde ich vielleicht erstmal sagen, dass wir vielleicht ein kleines Häuschen bauen und ja, muss mal ganz kurz. Jetzt hat mich jemand in Skype angeschrieben. Geht's hier weiter? Denn ich habe kein Optifine. Ah, ich sterbe. So. Was ist denn das da überhaupt? Okay. So. Egal. Also bauen wir uns eine Axt und bauen hier diesen Baum ab. Wie ihr seht, Hexe eben, also mir gefällt Hexe mit diesem Mod echt richtig geil. Mal gucken, vielleicht packen wir den auch auf unseren Dings Season Server. Müssen wir mal gucken. Das nehme ich mit. So. Ich aber muss immer das untere abhauen. Dann das da. Es dauert immer so ewig, aber dafür fliegen gleich alle weg. Also alle, ja gut. Alle Holzstämme und ihr versteht, was ich meine. Oh, hat da die Axt nicht gereicht? Ah, das ist ja Kacke. Jetzt haben wir da so ein Pimmel übrig stehen. Da oben habe ich einen Apfel gesehen. Den holen wir uns. Denn Essen ist sehr wichtig. Ja, egal. Und da wäre auch schon Kohle. Aber ich will einfach mal sagen, dass wir... Quatsch. Dass wir hier auf dieser Insel bleiben.
Denn so arg weit laufen möchte ich eigentlich nicht. Denn ich möchte gern nah am Spawn bleiben. Ach, scheiße. Damit ich auch weiß, wo ich dann später hinlaufen muss. So, hier sind Dias, das kann ich natürlich nicht abbauen. Und ja, ich glaube, Hexit muss ich ja nicht so großartig erklären. Ihr kennt es ja von anderen YouTubern. Okay, das kann ich nicht abbauen. Dafür brauche ich jetzt eine Steinspitzhacke. Ich versuche natürlich nach und nach alles zu erforschen, was es so gibt, alles zu erkunden und natürlich auch versuchen, die Rezepte auswendig zu lernen. Aber ich glaube, dass Diamanten, also die Erze, sind hier nicht das Wichtigste. Auf jeden Fall, weil Dias gibt es an der Oberfläche, das heißt, Dias sind nicht wichtig, das habe ich schon gehört. Und vielleicht werde ich auch nach und nach auch nochmal andere Let's Plays gucken, also Hexit-Projekte von anderen YouTubern, dass ich mich da so ein bisschen einfinde auch. Denn, ja, so ganz ohne möchte ich das jetzt hier eigentlich auch nicht machen. Ehrlich gesagt, denn dann fehlt da irgendwie die Lust zu, würde ich sagen. Ja, du kannst was umändern, so. Und ich sehe, wie lange ich schon aufnehme. Aber, upsa. Also hier wären ja zwei Diamanten, aber ich glaube, die können wir einfach mal liegen lassen, denn Dias gibt's, wie ihr seht, sogar an der Oberfläche. Würde ich einfach sagen, dass ich hier noch ein bisschen Holz farm, das nehme ich natürlich mit. Und dass ich mich dann irgendwie weiter aufmache, vielleicht auch gleich eine Höhle erkunden gehe. Was ist denn das? Das ist ein Biber, also ein Biber. Ja, mein Englisch ist sehr gut. Merkt man. Also Redstone brauche ich ja auch. Ne, Eisenspitzhacke. Was ist denn das da? Das ist Iris. Ja, gut, nehme ich halt mal mit. Weiß ja nie, für was man das hier alles braucht. Was sammle ich hier eigentlich ein? Das weiß ich auch nicht. Bluebell. Keine Ahnung. Ich nehme es einfach mal mit. Kann ja, glaub, nie schaden. Komm schon. Und da ist eine Kuh. Oh Gott. Also entschuldigt die kleinen Ruckler, die dazwischen drin manchmal sind. Aber die sind leider von Hexit und die sind nicht von meinem PC. So. Hier drüben habe ich irgendwas gesehen. So, gut, das hat aber nichts zur Bedeutung. Ich kann nicht hier die Minimap aufrufen irgendwie. Ah! Da hinten sehe ich was hier. Das heißt, da muss ich einfach geradeaus laufen. Und dann irgendwie links. Glaube ich. Soweit ich es gesehen habe. Ah. Oh shit. Na, das war da. Und dann werden wir einfach gleich schon mal eine Höhle erkunden. Achso, warum höre ich eigentlich keinen Sound? Ah. Musik ist aus. Das passt ja alles. Aber ich höre keinen Sound. Warum höre ich keinen Sound? Ah, jetzt höre ich Sound. Ah, da hinten sind Tannenbäume. Aber soll ich jetzt einfach da runter springen? Geronimo! Oh, was war das?
What? Okay, dafür. Skelettschädel. Einfach so. Ein Skelettschädel.